Ja, Mir Toolbox ist eine kostenlose Toolbox für MATLAB. Und dann schreibt man nur noch wenige Zeilen und kriegt erstaunliche Resultate. Ich bin jedes Mal begeistert. Das hier ist jetzt Maschinenlernen für Genres zum Beispiel. Ich gebe an, aus welchem Ordner ich meine Trainingsbeispiele lesen will. Einfach aus dem aktuellen Ordner. Also ich wechsle den Ordner Text Training und dann wird das der aktuelle Ordner, aus dem er die Trainingsbeispiele liest. Er kann diese Labels, mit denen die klassifiziert sind, auch direkt rauslesen. Wenn wir in den Trainingsbeispielordner reingehen, das war. Oh, ich muss vor allem auf den Desktop gehen, damit es auch funktioniert. Ja? Warte nicht. Text Training. So sehen die aus, meine Beispiele. Alles Waves von CDs. Und ich habe zur Klassifikation einfach einen Buchstaben davor gesetzt. Klassik, 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 Jazz, 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 Jazz. Überall an C, J und P davor gesetzt. Das kann er jetzt automatisch extrahieren, um das zur Klassifikation zu benutzen. Das sagt er mit dem hier. Label 1.1. Nehme den ersten Buchstaben, vom ersten bis zum ersten Buchstaben des Dateinamens, nehme das als Label. Dann hat er für jede Datei automatisch eine Klassifikation. Die trainiert er dann an. Zum Vergleich, ich möchte auch wissen, ob es funktioniert, habe ich noch eine andere Sammlung an Testtracks. Das gleiche, die sind auch durchgelabelt, dass man nachher sehen kann, ob es denn gestimmt hat. Nachher hätte man natürlich keine Labels dran im wahren Leben. Das ist dann hier nur zum Experimentieren, um zu sehen, ob es denn auch geht oder wie gut es geht. Im wahren Leben habe ich kein Label dran. Muss ich auch nicht haben. Und dann ist das wirklich so billig, dass ich sage, okay, mir im FCCs berechnen, das ist das Training-Set, mir im FCC berechnet die MFCCs für alle Dateien in diesem Training-Set. Ich starte das überhaupt mal an, weil es ein bisschen länger dauert. Das ist nämlich jetzt nicht mehr Multicore, weil ich nicht die Parallel Computing Toolbox habe. Jetzt sieht man, hat was zu tun hier. Er berechnet jetzt für jedes Stück, was er hat, die MFCCs und werde ich jetzt mal scrollen. Das gleiche für das Training-Set, auch alle MFCCs berechnet. Hier in der Zeile. Und dann gibt es die nette Funktion mir Classify, in der ich einfach alles zusammenkippe. Und er macht sofort auch die Tests, wie gut das denn funktioniert, diese Zuordnung. Und wie viel Prozent der Fälle denn ich erwarten kann, dass denn jetzt tatsächlich diese vier Genres richtig klassifiziert werden. Darf man noch ein bisschen rechnen. Ich erzähle mal, was alles noch gleich danach passiert. In dieser Form, ohne weitere Angaben, mir Classify, macht er einfach Nearest Neighbor. Er geht also in diese Situation und sucht sich einfach den allernächsten Nachbarn in diesem zwölfdimensionalen Raum im Zweifelsfall und nimmt den als Indiz. Wenn ich sage 0,5, sind es die fünf nächsten Nachbarn und so weiter und so fort. Klar, wie das weitergeht. Noch besser ist, gar nicht mit den über die nächsten Nachbarn zu gehen, sondern mit etwas, das sich nennt Gaussian Mixture Models, Gaußsche Mischmodelle, Mixturmodelle, Gaußsche Mixmodelle, dass man hier die Verteilung nicht wieder auf diese Weise bildet, mit festen Regionen werden das im Endeffekt ja sein, wo meine Nachbarn sind. Ich möchte es immer als Tablet-PC benutzen, sondern dass ich da auch wieder weiche Regionen bilde. Okay, im Prinzip ist meine Klassik hier, aber sie könnte auch da sein, mit einem weichen Rand, oder der Jazz könnte hier sein, dehnt sich vielleicht auch ein bisschen in diesem Bereich aus. Alles Gaußglocken, verzogene Gaußglocken, die man mischt. Gaussian Mixture Models. Damit geht es dann etwas besser. Mal gucken, ob er hier mal welchen Resultat hat. Noch nicht. Da zeigt sich dann doch der Unterschied zwischen MATLAB und JAudio. Es sei denn, man kauft noch die Parallel Computing Toolbox dazu. Unglaublich. Solange der rechnet, kann ich nur erzählen, was ich hier mit MFCCs vorgeführt habe,
kann man mit wenig Aufwand dann auch mit anderen Features machen. Diese Mir Toolbox kommt mit einer Sammlung querbeet von wie viel Prozent des Tracks sind leise, Tonhöhenschätzer, Beats PM, BPM und so weiter. Die könnte man alle noch dazu packen. Die können wir alle noch dazu packen und ebenfalls mit antrainieren, dass die berücksichtigt werden. Ah, so. Passiert jetzt auch mal was. So, das war jetzt der erste Versuch. Dieses nackte Mir Classify. Einfach nur der nächste Nachbar. Und man sieht, von den 12 Beispielen, hier ist die Klassifikation der 12 Beispiele, von den 12 Beispielen war leider nur die Hälfte richtig. Wenn man es eins besser versucht, mit der 5 am Ende, aua, auch nur die Hälfte richtig. Diese Gaussian Mixture Models, das ist eigentlich der Stand der Technik und das Übliche. Wenn man die Gaussian Mixture Models nimmt, kommt man auf 3/4 bei diesen Beispielen. Das von diesen 12 Beispielen, Kopfrechnen, 9. Dass 9 von diesen 12 Beispielen richtig klassifiziert werden, 3/4. Das ist so der Stand der Technik bei der automatischen Klassifizierung von Genres. Viel besser kann es nicht werden. Das ist das Beispiel, was diese Mir-Toolbox kann. Wo ist mein